Herzlich willkommen zurück. So, nach gestern war so ein bisschen negativ mit der ganzen Klimathematik. Es liegt so vieles im Argen mit unserer Welt. Und auch politisch ist ja Europa in einer schweren Krise. Ich finde, da kann man das Kind auch ruhig mal beim Namen nennen. Es ist ja so, dass die Briten ausgetreten sind. Der Austritt läuft momentan, dass es absehbar ist, dass die Italiener entweder austreten werden oder sonst die reicheren Länder, wozu vor allen Dingen Deutschland gehört, sehr, sehr, sehr schwer erpressen werden. Ne? Das ist also schon handfest, sag ich mal. So. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also es gibt ja dadurch, dass alle durch den Euro irgendwo zusammengekettet sind und es da zumindest auf eine Art einen einheitlichen Wirtschaftsraum gibt, werden auch die Deutschen irgendwann gezwungen sein, italienische Fehler in der Wirtschaftspolitik voll mitzutragen. Ja, das ist am Ende einfach auch mal eine Realität, muss man sehen. Das war ja auch gewollt. Die Grundidee war ja, dass Europa auf diese Art zusammenwächst. So, und da kommt dann schon die Schweiz ins Spiel, weil die Schweiz hatte eine Volksabstimmung über den EU-Beitritt. Also, wollen wir zur EU oder wollen wir nicht? Quasi das, was die Briten war unterdessen schon länger her, 2 Jahre ist das jetzt mit dieser Brexit-Abstimmung. Das hatten wir in den 90er Jahren, ich glaube 1992 oder so. Und da haben die Schweizer mit Nein gestimmt. Deswegen haben wir, sind wir nicht Mitglied der EU. So, ich mache das Gate mal hier unten, weil das sondert immer so abscheuliche Geräusche ab. Die mag ich so gar nicht. Genau, die Schweiz ist nicht Teil der EU, weil wir in einer Volksabstimmung, also ich damals noch nicht, ich war ja kaum auf der Welt, haben wir gesagt, nee, EU, beziehungsweise damals noch Europäische Gemeinschaft, wollen wir nicht. Wir haben dann den alternativen Weg beschritten. Also wir haben jetzt bilaterale Verträge mit der EU, die jetzt aber auch wieder in Frage stehen. Konkret heißt das, einmal hier, Flinter Steel, sehr, sehr nice. Vielleicht lasse ich noch die Diamantspitzhacke oben, weil die ist jetzt ziemlich wertvoll. Genau, konkret heißt das, wir haben einen Deal mit der EU, da haben alle Länder zugestimmt und die Schweiz hat auch zugestimmt über Personenfreizügigkeit, also ein Kram, also so ganz ähnlich, wie ihr das auch habt, nur dass wir halt nicht Mitglied sind und somit da nicht so mitbestimmen dürfen. So, das ist eigentlich dann auch das tragende Argument der EU-Befürworter in der Schweiz, die gibt es auch, also Leute, Schweizer, die sagen, wir möchten dieser EU beitreten. Wobei ich aber sagen muss, die sind in einer Minderheit. Alles sehr hübsch hier. So muss sich für die Schweizer ein EU-Beitritt anfühlen. Ach, Scherz. Ja, nee, also wir haben ja ein ziemlich düsteres Bild von der EU. Ja, wie gesagt, die EU ist ja auch in einer veritablen Krise. Man kann ja nicht sagen Staatskrise, weil die EU nicht ein Staat in dem Sinne ist. Aber doch einer veritablen Krise. So, und ich weiß jetzt irgendwie nicht. Ich buddel mich einfach mal hier ein bisschen das Quarz raus. Das ist eine große Ader. Ja. So, die Schweiz, die EU-Befürworter sagen dann natürlich,
Hört mal, wenn wir beitreten, dieser EU, dann können wir mitbestimmen. So, da muss man aber auch sagen, dass die Schweiz als Land zu klein ist, um in der EU irgendein Gewicht zu haben. Das heißt, wir werden nur anteilig an unserer Bevölkerungszahl da ein Stimmrecht erhalten. Und entsprechend wird sehr wohl über unseren Kopf entschieden werden, weil wir ja gleichzeitig auch relativ wohlhabend sind. Das heißt, wir werden viel bezahlen und nicht in gleichem Maße mitbestimmen dürfen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptknackpunkt. Also das ist wie, wenn ihr einen Job kriegt, euer Chef, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch, wird eingestellt, da sagt der Chef, okay, ich stell dich ein, du bist ausgebildeter Programmierer, aber ich bezahle dir nur einen Praktikantenlohn. Oder, nee, anders. Ihr bezahlt etwas. Und ihr dürft aber nicht darüber verfügen. Also es ist wie wenn ihr einen Tesla kauft. Ein Auto. Und ihr dürft nicht über dieses Auto komplett verfügen. Sagt ihr, natürlich, wenn ich einen Tesla habe, darf ich über dieses Fahrzeug verfügen. Ja, also der Akku vom Tesla, der wird nach Gutdünken von Unternehmen Tesla freigeschaltet. Es gab ja einen Hurricane in Florida. Da hat Tesla einfach mal mehr Akkuleistung, damit die Akkus länger quasi laufen, bevor sie geladen werden müssen, freigeschaltet. Durch ein Update. So, das heißt, euer Auto wäre theoretisch in der Lage, weiterzufahren, als es tatsächlich durch die Software, die Tesla hat, kann. Das würde mich ja so bärenmäßig ärgern, dass ich mir nie im Leben einen Tesla kaufen würde. Also wenn ich schon den Preis für so eine Karre bezahlen, dann möchte ich auch quasi sagen, wo es lang geht. Mit der kompletten, mit allen Akkus, mit allem. Also ich kann ja auch, wenn ich einen Golf kaufe, so klassisches Beispiel, bin mit der Leistung nicht zufrieden, dann gehe ich, baue ich einen größeren Turbolader ein und lasse den da die ECU, die Steuereinheit, neu einstellen. Muss halt dann wieder zum TÜV und der muss sagen, okay, das ist jetzt nicht gefährlich. In der Schweiz ist der übrigens noch strenger als in Deutschland. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das kann man alles machen. So. Und das geht mit einem Tesla nicht. Und das finde ich schon, also würde ich mir nie kaufen, sowas. Oder ein Apple-Gerät, dasselbe. Ich kann das weder routen, noch kann ich da Software installieren, wie mir gerade danach ist. Also ich bin da völlig von dem App-Store irgendwie abhängig. Oder, ja gut, vielleicht kann man da noch andere Software installieren, aber es ist auf jeden Fall nie so einfach wie mit Microsoft. Oder wenn da was nicht läuft, welche Systemdateien zerschossen sind. Kann ich hier an meinem Microsoft-PC alles selber regeln. Ich habe die komplette Kontrolle über das Gerät. Sagen dann die Puristen, ja, hol dir Linux, dann ist es nochmal viel krasser. Aber da fehlt mir einfach das Know-how. Vielleicht hole ich mir irgendwann auch mal noch ein Linux oder mache hier auf einem alten PC, den ich sowieso eigentlich entsorgen wollte, mal so experimental ein bisschen Linux. Ne? Ja, aber ungefähr so fühlt sich das an als Schweizer, der EU beitritt, wie wenn du dir ein Tesla oder ein Apple-Gerät kaufst. Sehr teuer und du bist in seiner Nutzung einfach eingeschränkt. Ja. Andererseits muss man auch sagen, wir sind in höchstem Maße abhängig von der EU. Ich sag mal, handelsmäßig ist irgendwie die EU mit überwiegender Mehrheit unser größter Handelspartner. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt hier herbuddle. Wie haben die denn neu organisiert? Kann das sein? Ja, das muss sogar fast sein. Aha. Genau sowas wollte ich haben. Okay.
Ja, geil. So, wir markieren das hier einmal mit Fackeln, dass wir auch nach Hause finden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier direkt mal um. So. Ja. Na gut. Wir haben da auf jeden Fall eine Menge an Magma-Blöcken. Das hier ist, glaube ich, dieser Seelensand, der irgendwie verlangsamt. Ne? Ist auch cool irgendwie, aber ist nicht so das, was ich suche. Ich fände so ein Dungeon hier ganz cool. Wo man halt auch die Nederwarzen und so ein bisschen coolen Kram wieder finden kann. Wer da? Das sind diese Gas, die... Oh, das war jetzt knapp. Das werden jetzt alles hier untergegangen. 18 Levels und ein paar Ressourcen. Ja, Schweiz und die EU. Wie gesagt, wir sind ja in höchstem Maß abhängig auch von der EU. Brauchen wir auch gar nicht drüber zu streiten. Das ist, wie es ist. Aber auf der anderen Seite hat die EU natürlich auch sehr viele negative Aspekte. Zum Beispiel, wenn die Schweiz erst jetzt, also in Anführungszeichen, erst jetzt beitreten würde, dann hätten wir ja gar kein Mitspracherecht. Wir müssen das EU-Regelwerk so übernehmen, wie es ist. Dazu gehört, wenn es mir recht ist, auch der Euro. Also wir müssten, wenn wir zur EU beitreten, nach EU-Recht den Franken aufgeben. So. Eigene Währung, da werde ich vielleicht in einer anderen Folge nochmal was dazu sagen, ist ja so ein bisschen das Steuerelement Nummer 1 für die Wirtschaft eines Landes. Und wir müssen uns dann darauf verlassen, dass die EZB Währungspolitik im Interesse der Schweizer Wirtschaft macht. Und das wiederum ist natürlich eine ganz vergebene Hoffnung, weil die EZB würde bestimmt sehr gerne im Schweizer Interesse da Wirtschaftspolitik betreiben, hat aber auch die ganzen Interessen der anderen Euro-Länder zu berücksichtigen. Also die kann da nicht einfach so, und die divergieren. Das heißt, es ist nicht möglich, im Interesse der Länder der Eurozone Währungspolitik zu betreiben mit dem System der EZB. Das ist so ein inhärentes Problem. Das habe ich ja, habe ich noch nicht, aber werde ich auch eben, wie gesagt, nochmal in der eigenen Folge ausleuchten. Ich gehe mal eben zurück und hole mir Cobblestone, um da eine Brücke über die Lava bauen zu können. So, und deswegen ist das Verhältnis der Schweiz zur EU so ein bisschen, sagen wir mal schwierig. Das heißt, sogar richtig harte EU-Befürworter, wie zum Beispiel die SP, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, die waren ja immer dafür, dass man hier im Sinne der großen Internationalen Mitglied wird in der EU, da kippt es gerade. Also wenn man jetzt in dieser Partei abstimmen wird, ich bin ja selber Mitglied, politisch aktiv, lange Zeit gewesen bei der JUSO, der Schweizer JUSO, da ist es ja so, hier die Zahl, so, dann können wir die hier zu Säulen machen, sehr schön, dass ich nicht sicher wäre, wie diese Abstimmung enden würde. Weil am Ende ist die EU auch ein sehr wirtschaftsliberales Konstrukt. Also da ist nicht viel von sozialer Gerechtigkeit dabei. Muss man einfach sagen. Also es hat die ökonomischen Ungleichheiten in den letzten Jahren nicht zu verringern vermögen, dieses System EU. Ob es sie nun vergrößert hat, weiß ich nicht. Kann man so auch nicht sagen, da wäre man hätte bitte Fahrradkette. Auf jeden Fall ist diese Armutsschere, wir wollten Cobblestone holen, aufgegangen.
Und das ist für ein System erstmal schlecht. Wenn die nämlich zu weit aufgeht, dann wird ein System instabil. Zum Beispiel Frankreich im Ende des 18. Jahrhunderts. Irgendwie ist da eine Armutsschere zu weit aufgegangen. Unter anderem. Da waren natürlich noch ganz viele, ganz andere Probleme mit dabei. Aber das war schon auch ein Problem, dass da ein paar wenige sehr profitiert haben. Was hatte man? Eine sehr, sehr blutige Revolution an der Hand, wo selbst die Revolutionsführer nicht sicher waren, quasi nicht auch noch getötet zu werden. Und das ist so ein Zustand, halte ich so alles andere für alles andere als erstrebenswert. Ja, ja, da muss man halt echt gucken, ökonomisches Gleichgewicht. Und ich finde, da hat auch die EU eine Verantwortung. Oh, Kollege, hör mal. Gedroppt. Hat er nichts. Wie lange möchte ich denn noch brennen? Hier dieses Feuer. Oh. Jetzt weiß ich, warum ich gebrannt habe. Beziehungsweise, ich hatte echt ein scheiß Glück. Was für ein, ja. Achso, nee, der hat da hinter mir die Blöcke weggenatzt. Dann gehe ich doch einfach mal hin und repariere die so. Ja, aber mit dem Verhältnis Schweiz-EU, da bin ich noch nicht ganz fertig. Aber ich würde sagen, es ist wieder mal an der Zeit. Ich beende auch diese Folge hier. Und in der nächsten Folge geht's nahtlos weiter. Thema Schweiz-EU, da haben wir noch einiges zu besprechen. Und vielleicht geben wir hier auch nochmal ein paar von den Gasts auf die Mütze. Kann ja auch noch sein. Aber bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Hier, wenn es heißt Minecraft mit einer kleinen Prise Politik. Hier ist noch die Fackel ausgegangen. Die werden wir gleich natürlich ersetzen. Und dann so. Jetzt Folge beendet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.